Ja, meine Damen und Herren, Sie kennen das vielleicht. Sie sind unterwegs, im Hotel, im Urlaub, ganz egal wo, auf einem Kongress oder einfach nur eine Kurzreise. Und die Klamotten, die Sie anziehen wollen, sollten gebügelt werden, weil der Koffer zu eng war. Und ja, wo kriegt man jetzt im Hotel oder in einer Pension schnell ein Bügeleisen her? Das eigene mit von zu Hause mitnehmen ist ein bisschen sperrig und ein bisschen groß. Und deshalb haben wir Ihnen hier heute jetzt im Gadget des Tages ein kleines Reisedampfbügeleisen mitgebracht. Und ich finde das richtig praktisch, weil es ist ja so klein wie effektiv, oder? Ich bin ja ein sehr, sehr eitler Mensch, zumindest wenn es um meine Garderobe geht. Ja. Also ungebügelter Kragen ist bei mir eigentlich eher eine Seltenheit. Und ganz ehrlich, ich pendel natürlich immer wieder zwischen Köln und Freiburg zu unserem Sender hin und her. Und wenn man da mal 3, 4 Hemden im Koffer hat, habe ich es noch nie geschafft, die knitterfrei von Köln nach Freiburg zu transportieren. Deswegen finde ich solche Lösungen einfach fantastisch. Du hast vollkommen recht. Das normale Bügeleisen zu Hause mit seinen 5, 6 Kilo oder was in diesen Formaten ist einfach viel zu groß. Da hat man keinen Platz für im Koffer. Aber diese handliche Variante, ungefähr so groß wie eine zarte Damenhand, behaupte ich mal. Schauen Sie mal, kleiner als eine ausgewachsene Männerhand, passt nun wirklich mal in jeden kleinen Winkel hinein. Das sind ja einfach nur ein Bügeleisen, sogar noch ein Dampfbügeleisen. Und das in dieser kompakten Form, absolut genial. Ja, und wahlweise zuschaltbar, also mit Dampf oder ohne Dampf. Und auch wahlweise zu betreiben mit 120 oder mit 230 Volt. Das heißt also auch im nahen Ausland, wo nur 120 Volt üblich sind, können Sie das ohne Probleme benutzen. Sie sehen hier die einfache Bedienbarkeit, einfach Dampf ein, Dampf aus. 3 Temperaturpositionen haben wir, also so, dass das leichte Bügeln zwischendurch einfach problemlos stattfinden kann. Ja, ruhig bei mir. Ich zeige mal ganz kurz die Sohle, denn die ist ebenfalls richtige Spitzenklasse. Schön leichtgängig und schön gleitfreudig vor allen Dingen. Und damit kriegt man sicherlich mal den Ärmel eines Hemdes, mal den Kragen vernünftig oder einfach mal ein T-Shirt auf die Schnelle mal wieder glatt gebügelt. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass du nicht in jedem Hotel über ein Bügeleisen bekommst. Es reicht nicht dann, wenn 3, 4 Gäste gleichzeitig danach fragen, dann stehst du am nächsten Morgen da. Ja, so, dann wollen wir mal gucken, wie du bügeln kannst hier. Ja, hier ist es ja eigentlich relativ einfach. Du legst einfach irgendeine Unterlage auf einen Schreibtisch oder sonst was. Ein Handtuch würde da schon reichen und dann bügelst du los. Das Kabel sollte natürlich außen vor. Aha. So, und dann kannst du hier ganz schnell und einfach den Kragen gerade bügeln, falls es den mal erwischt hat oder die Hemdleiste, die Knopfleiste, also ganz egal wo. Und schon ruckzuck hier jetzt ohne Dampf, aber ich kann auch jederzeit den Dampf dazuschalten. Das mache ich jetzt und dann wird es noch deutlicher. Klein, handlich, kompakt, einfach schnell zur Hand. Es lädt auch sehr schnell auf und für die kleine Bügeltour mal zwischendurch. Also das ruhig mal, das ist beeindruckend. Geeignet. Super. Man sieht also der Kragen jetzt wie, naja, fast wie neu, aber ich finde also für unterwegs, fürs Hotel mal kurz oder wenn man eben im Urlaub ist, ist das genau das Richtige. Das ist super, mal eben dünn drüber oder was. Es geht ja jetzt nicht darum, dass du deine Garderobe wirklich komplett so wiederherstellst, als wenn sie gerade neu gekauft wäre. Es geht einfach nur darum, dass man diese lästigen Knicke rausbekommt, die einfach für einen eitlen Menschen als störend empfunden werden. Super finde ich diese kompakte Form und auch die Möglichkeit zu bügeln. Das heißt, man hat hier wirklich einen super Druckpunkt auch. Man hat hier fast einen Knauf von oben, auf den man drücken kann und mit einem leichten Druck geht man drüber. Dass hier nicht gleich 70 Gramm permanenter Dampfausstoß zu erwarten ist, wie bei einer richtigen ausgewachsenen Dampfbügelstation, das können Sie sich wahrscheinlich vorstellen. Aber das, was hier an Dampf rauskommt, ist meines Erachtens für kleine Knicke oder auch mal für etwas größere Knicke absolut perfekt. Ich habe zumindest auch mal mit einer Jeans getestet und war richtig begeistert davon. Er hat also nicht nur die eine Seite des Jeans-Hosenbeins sehr sauber gebügelt, sondern auch die andere Seite gleich mit. Also absolut praktisch, nicht nur für dünne Hemden, sondern auch mal für etwas schwerere Materialien, zumal du ja hier, das hast du schon erwähnt, die Temperatur jederzeit anpassen kannst. Halte ich für eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und das für noch nicht mal 20 Euro, Ralf, das würde ich mir mitnehmen. Vor allem, es passt in jeden Koffer. Das Kabel kann man auch ganz einfach um den Griff wickeln. Das ist dann auch fast verschwunden. Und so habe ich ein kleines, kompaktes, praktisches Gerät, was ich jederzeit mitnehmen kann. Passt in jedes Beauty-Case rein. Und dann kann ich sagen, ich habe mein eigenes Bügeleisen dabei. Wenn es mal Not am Mann ist, wenn ich nicht brauche, stört es auch nicht. Also eine ganz, ganz tolle Sache für wieder mal kleines Geld, nämlich 16,06 € kostet unser Reisedampfbügeleisen. Ja. Die Bestellnummer NC5709 und dann die 569. Und dann kann sie im Urlaub überhaupt nichts mehr erschrecken.